Neschs Familie ist nach der Tat aus den Bergen geflohen und versteckt sich seitdem in diesem Haus. Seit einem Jahr versuchen Freunde und Vermittler des Versöhnungskomitees, die Blutfehde zu schlichten, bisher ohne Erfolg. Die verbüßten Gefängnisjahre zählen für das Opfer nicht. Die Männer überlegen, wie man Einfluss nehmen könnte, damit Lesch und seine Familie nicht weiter isoliert und von nur etwa 30 Euro Sozialhilfe leben müssen. Auch Mark Thoma ist ehrenamtlicher Vermittler des Komitees. Er bringt die Kinder in die Schule, damit ihnen unterwegs nichts passiert. Lesch hat seine Strafe im Gefängnis verbüßt. Damit ist die Tat gesühnt. Die Brüder des Opfers wären mit einer Versöhnung schon einverstanden, doch das Opfer selbst will davon nichts wissen. Absurderweise wäre es jetzt einfacher, wenn er damals verstorben wäre. Ich denke, dass er darauf spekuliert, Geld von uns zu bekommen. Das ist nach den Regeln des Kanon. Ich könnte mich freikaufen, doch wir haben kein Geld. Es reicht nicht mal für unsere Kinder. Wir haben nichts. Leidtragende der Blutrache sind vor allem aber Frauen und Kinder. Auch sie sind vom normalen Alltag ausgeschlossen. Nichts ist mehr, wie es früher mal war.